Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders. PDFLP hier, euer Cheat-King am Start. Wir sind jetzt... Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Also ich habe da hinten gerade diese Bosse weggezwiebelt, ne? Das war ja alles kein Ding für einen King. Aber von wo bin ich gekommen, habe ich vergessen. Bin ich von da oben gekommen? Ja, anscheinend, ne? Von da oben irgendwo, weil sonst... Hier geht's ja nirgends weiter. Außer hier. Naja, da ging es zur Kiste. Wir laufen sowieso irgendwie den kompletten Weg hin und her, zurück, was auch immer. Ja. Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber wir müssen zum Siegel, ne? Wo die Siegel gebrochen wurden. Naja, macht Sinn. Aber erst wollen wir uns leben wieder. Weil das hat uns richtig schwer zu schaffen gemacht. Ja. Hatte gerade hier irgendwo Aktion. Ah, ist hier ein Secret oder was? Keine Ahnung, ob wir hier hin müssen oder nicht. Wir laufen einfach mal. Silitas Höhle muss hinter dieser klebrigen Barrikade sein. Oh. Bringen wir das zu Ende. Hier mussten wir hin. Hier ist bereits das eine. Der Boss. Ich muss kurz eine Kleinigkeit snacken, weil sonst kippe ich um. Ach ja. Interessant. Wirklich interessant. Schon der Boss? Hm. Du ehrst mich also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen, beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Klingt spannend. Wie besiegt man sie? Würde ich gerne wissen. Ja, wenn du dazu ist. Nicht. Es wird bald zu Ende sein. Ja, halte still, Kleiner. What the fuck?
Schade. Ja, halte still! Du musst einen Weg finden, dich ihr zu nähern! Das Ding ist, die nähert sich. Ja, halte still, Kleider! Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Ich checke das nicht. Ich checke diesen Boss nicht. Ich verstehe, dass ich hier irgendwie ausweichen kann. Ich verstehe, dass ich mich dran zwiebeln kann. Es wird bald zu Ende sein. Das Ding ist... Die kommt einfach zu. Meine Kette ist zu kurz, Mann! Das ist das fucking Problem an dem ganzen Ding hier. Ich hab den Boss schon verstanden, aber meine Kette ist zu short. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Ich checke diesen Boss nicht, Mann! Er portet andauernd! Wehre dich nicht! Es wird bald zu Ende sein! Get over here, bitch! Get on my level! Ich habe das Attack Pattern verstanden. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Ich habe das Attack Pattern nur zu spät verstanden. Okay, Raden angreifen. Ah, da war sie schneller als ich. Ich war eigentlich hinter ihr. Halte still, Kleiner! Wehre dich nicht. Ja, das ist so. Es wird bald zu Ende sein. Was? Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Jetzt. Nicht. Es wird bald zu Ende sein.
Jetzt. Boah, fuck. Wehre dich nicht. Es wird bald. Kette ist zu kurz, Mann. Ja, ja, komm. Noch mein Damage machen. Ja, halte still, Kleider. Mein Herz bekommst du niemals. Okay, was kommt jetzt? Da waren wir noch nicht. Wie oft macht er das jetzt? Dann jetzt? Ich verstehe nicht ganz den Sinn an der Sache gerade, meine Beste. Ah, du bist wieder unten! Ja, toll, jetzt gehe ich da hoch. Und jetzt? Jetzt machen wir das nochmal, jetzt gehen wir nochmal in die Luft und hängen uns da dran. Und jetzt? Ja, komm, greif an. Ach, wie viel Leben hat die denn? Oh, das ist so lustig. Okay. Du musst einen Weg finden, dich ihr zu nähern! Ja, das weiß ich doch schon. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Mein Bester. Ja, ja. Schön den Explosionen ausweichen. Und dann die alte schön töten. So, komm runter. Ja, ich weiß, du wirst mir dein Herz nicht geben. Dieses Pattern macht keinen Sinn, wenn man das einmal verstanden hat. Weil man geht dann einfach hoch und wartet. Und das ist einfach ein fucking Time Waste. Und er springt einfach runter und gut ist. Und jetzt dreht die sich nochmal. Und dann springt er wieder hoch. Und wasted time. Fucking useless.
Ja, ich weiß. Alter, muss ich irgendwie noch was anderes machen oder muss ich jetzt hier irgendwie aktiv sein an dem Ding? Oder kann ich das jetzt irgendwie in sie reinschieben? Samael wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Mir wird so viel erklärt, das ist unglaublich. Das ist einfach richtig edel. Ach ja. Hätte ich das mal 5 Minuten vorher gewusst, als diese ganze Scheiße schon angefangen hat, dann hätten wir den schon... längst wegzwiebeln können, den Spast, Alter. Aber nun gut, nun gut. Mir egal, wir gehen zu Samael, dem Spast. So, reit, Pferdchen, reit. So, super. Das war super. Das war elegant. Nein, nicht darüber. Einmal mit Profi-Pferden arbeiten. So, mein Gütester. Auf zum alten Samael-Kopf. Ah, Wulgrim, mein alter Freund. Gut, dass du hier bist. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Gewiss, gewiss. Der glühende Geigenturm. Ab geht er, der Peter, zum glühenden Geigenturm. Jetzt quatschen wir kurz mit Samael, dem Spast, Alter. Und dann haben wir das richtig gut geschafft, Alter. Wir haben diese ganzen vier Bosse gelegt. War gut. War gut. So. Ab zum Galgenturm. Zum Türmchen. Ach ja. Herrlich, so ein Pferdchen. Hat schon was für sich. Zur Seite geht los. Das nicht noch einmal. Also. Muss mit wohl irgendwie. Wohl mit Samael, meinem Freund, reden.
Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Hat es dir Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört? Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon, kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft... Nun... Mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Wir werden uns wiedersehen. Okay, meine Damen und Herren, liebe Pelikaner, wir haben unseren vierten Boss gelegt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Zerstörer meines Erachtens. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder, wenn wir durch das Portal schreiten. Haut rein.